Erst schlägt ein 18-Jähriger die Heckscheibe eines Polizeiautos ein, dann noch zwei weitere Seitenscheiben. Das war nur einer von vielen Gewalttätern, die in der Nacht vom 20. auf den 21. Juni durch die Stuttgarter Innenstadt wüten. Dabei werden 32 Beamte verletzt und zahlreiche Schaufenster zerstört. Nun muss sich der erste Beteiligte der Gewaltnacht vor Gericht verantworten. In der Nacht kam es zu schweren Krawallen in Stuttgart in der Innenstadt, ausgehend vom Eckensee. Insgesamt wurden 41 Einsatzfahrzeuge der Polizei schwer beschädigt, ein Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes. In mindestens 24 Ladengeschäften kam es zu Sachbeschädigungen und teilweise auch Plünderungen. Für die zertrümmerten Scheiben des Streifenwagens gab der Angeklagte die Vorwürfe vor dem Stuttgarter Jugendschöffengericht zu. Weitere Verfahren für die Verantwortlichen der Krawallnacht in Stuttgart sollen folgen. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.